eine neue Gruppe von Verben. Verben auf Are. Latein, einfach erklärt, die A-Konjugation. Bisher kanntet ihr ja nur Verben der E-Konjugation, die im Lateinischen auf ere enden, wie zum Beispiel movere, bewegen oder videre, sehen. Jetzt lernt ihr neue Verben kennen, die alle auf are enden. Diese neue Gruppe von Verben nennt man logischerweise A-Konjugation. Konjugation ist also der Fachausdruck für eine bestimmte Gruppe von Verben. Zum Beispiel haben wir in der A-Konjugation das Verb rogare. Es bedeutet fragen und bitten. Das Schöne ist, dass wir auch bei diesen Verben die gleichen Personenendungen haben wie bei der E-Konjugation. Also O, S, T, muss, tis und NT. Als Merkspruch gibt es den Satz nach Osten muss diese Ente. Wir haben also Rogo für ich frage, Rogas du fragst, Rogat er sie es fragt, nicht frägt, wie viele fälschlich sagen, Rogamus wir fragen, Rogates ihr fragt und Rogant sie fragen. Die Befehlsformen sind Roga, frage und Rogate fragt. Das solltet ihr immer tun, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Wer genau hinzieht, merkt, dass wir in der ersten Person Singular nicht Rogao, sondern Rogo haben. Das A fällt hier also raus. Hört sich ja auch blöd an. Ansonsten bleibt das A aber immer am Ende des Wortstamms. Das war's auch schon. Es ändert sich bei der A-Konjugation also nur der eine Buchstabe am Ende der Verben. Merkt euch, nach Osten muss diese Ente. Und ihr kennt die Endungen für die Personen im Lateinischen. Latein, einfach erklärt, die A-Konjugation.